Willkommen zu dieser Videoserie über Aufgabentypen zur Binomialverteilung. In dieser Serie möchte ich diejenigen Aufgabentypen behandeln, die quasi garantiert bei Klausuren oder auch später im Abi drankommen können. Wie du ja weißt, gibt es bei der Binomialverteilung vier Kenngrößen, mit denen man rechnet. Einmal die Ereigniswahrscheinlichkeit groß P, dann die Länge der Bernoulli-Kette, also die Anzahl n, mit der man das Bernoulli-Experiment mit seinen zwei möglichen Ausgängen wiederholt, dann die Anzahl k der Treffer, die man bei n Durchgängen erzielt, und die Trefferwahrscheinlichkeit klein p, mit der man bei einem Durchgang einen Treffer erzielt. In dieser Serie geht es nun darum, wie man diese einzelnen Werte für groß p, n, k und klein p ermittelt. Die Beispiele, die wir hier besprechen, sollen dir helfen, den zugrunde liegenden Aufgabentyp einmal zu erkennen und ein Rezept an die Hand geben, wie man dann diese Aufgaben löst. In dem ersten Video geht es jetzt darum, die Ereigniswahrscheinlichkeit groß P zu bestimmen, wenn man die Vorgabe hat, dass genau mindestens höchstens von bis weniger als oder mehr als Treffer K vorliegen. Alle Videos dieser Serie und demnächst bestimmt auch noch weitere Übungsvideos findest du in der Playlist, den Link habe ich hier oben eingeblendet. Okay, also hier geht es um die Bestimmung der Ereigniswahrscheinlichkeit groß P. Und dies hier ist eine entsprechend typische Aufgabe. Eine Maschine produziert am laufenden Band bestimmte Bauteile. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein fehlerhaftes Bauteil aus der Maschine kommt, beträgt 10%. Die Zufallsgröße groß X sei die Zahl der fehlerhaften Bauteile. Jetzt haben wir hier diese Vorabfrage. Unter welchen Bedingungen kann man davon ausgehen, dass groß X binomial verteilt ist? Ist auch eine Frage, die immer wieder in Klausuren abgefragt wird. Nun, damit groß X binomial verteilt ist, müssen wir uns diesen Prozess hier als Bernoulli-Experiment vorstellen können. Und dazu müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens darf es bei einem Durchgang des Experiments nur zwei Ausgänge geben. Also entweder ist das Teil fehlerhaft oder es ist halt nicht fehlerhaft. Zweitens müssen die Versuchsausgänge unabhängig voneinander sein. Der vorhergehende Durchgang darf also keinen Einfluss auf den nächsten haben. Und es muss eine konstante Trefferwahrscheinlichkeit klein p vorliegen. Unsere Maschine muss also zuverlässig 10% fehlerhafte Bauteile produzieren. Wenn diese Annahmen gelten, können wir also Ereigniswahrscheinlichkeiten für bestimmte Trefferzahlen mit Hilfe der Binomialverteilung berechnen. Wenn wir jetzt im nächsten Teil die Ereigniswahrscheinlichkeit groß P berechnen wollen, müssen wir natürlich die anderen Parameter kennen. Der eine Parameter ist die Trefferwahrscheinlichkeit klein p, und so wie wir den Treffer hier definieren, ist ein Treffer ein fehlerhaftes Teil. Und diese Wahrscheinlichkeit ist 10%, als Dezimalzahl geschrieben 0,1. Als nächsten Parameter haben wir n gegeben. Das ist die Anzahl der Bauteile, die wir durch die Maschine machen lassen. Also ist n gleich 50. Also die Länge der Bernoulli-Kette bzw. die Anzahl der Wiederholungen, mit der wir dieses Bernoulli-Experiment durchführen. Den dritten Parameter, den wir brauchen, ist die Trefferzahl und die finden wir jeweils hier in der Aufgabenstellung. In Aufgabe B möchten wir wissen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man bei der Produktion von 50 Bauteilen genau 5 fehlerhafte Bauteile erhält. Wir wollen also die Ereigniswahrscheinlichkeit haben für den Fall, dass unsere Zufallsgröße x genau gleich 5 fehlerhafte Teile ist. Die Wahrscheinlichkeit für eine einzelne bestimmte Trefferzahl können wir direkt mit der Bernoulli-Formel bestimmen. Die sah ja so aus und hier müssen wir eigentlich nur die entsprechenden Werte einsetzen. N ist 50, k ist 5 und klein p ist 0,1. 1 minus 0,1 kann man zu 0,9 und 50 minus 5 zu 45 zusammenfassen. Dieser Term liefert dann die Wahrscheinlichkeit, die wir in der B-Schreibweise wie folgt schreiben können. B dann als Index n ist ja 50, 0,1 ist die Wahrscheinlichkeit klein p von 5. In manchen Lehrbüchern stehen hier diese Indizes n und p unten. Manchmal packen
packt man die auch mit in die Klammer rein. Mit dem Taschenrechner kann man sich diesen Term hier über diese Funktion Binom PDF ausgeben lassen. Und da packt man dann die Parameter n gleich 50, p gleich 0,1 und k gleich 5 rein. Wichtig ist, dass wir Binom PDF verwenden, weil wir ja die Wahrscheinlichkeit für eine einzelne Säule in unserer Wahrscheinlichkeitsverteilung ausrechnen. Deswegen steht hier ja auch die B-Funktion. Und hier liefert unser Taschenrechner dieses Ergebnis, also ungefähr 0,185. Das entspricht einer Wahrscheinlichkeit von 18,5%. Bei Aufgabe C haben wir nun mindestens ein fehlerhaftes Bauteil. Mindestens bedeutet jetzt größer gleich 1. Wir haben es also mit einer kumulierten Wahrscheinlichkeit zu tun. Hier sind ja die Wahrscheinlichkeiten für 1, 2, 3 und so weiter bis 50 fehlerhafte Teile aufsummiert. Die Sache ist nur die, dass man hier an dieser Stelle kein größer gleich haben möchte, sondern entweder ein gleich oder ein kleiner gleich. Daher müssen wir das hier umschreiben, aber das können wir über die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses machen. Denn das Gegenereignis zu mindestens 1 ist genau 0. Also ist doch diese Wahrscheinlichkeit gleich 1 minus die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses x gleich 0. Und p von x gleich 0 können wir wieder über die Bernoulli-Formel berechnen. Das wäre ja das. Und 50 über 0 ist 1. Eine Potenz hoch 0 ist ebenfalls 1, sodass hier letztlich 1 minus 0,9 hoch 50 steht. Und da gibt der Taschenrechner ungefähr 0,994846 aus. Bei Aufgabe D haben wir höchstens 6 fehlerhafte Bauteile. Höchstens bedeutet ja kleiner gleich. Damit haben wir die Schreibweise, die wir haben möchten. Das ist natürlich eine kumulierte Wahrscheinlichkeit, die wir über die F-Funktion berechnen. Mit n gleich 50 und klein p gleich 0,1 von 6. So, das ist die mathematische Schreibweise. Im Taschenrechner heißt die entsprechende Funktion Binom CDF. CDF, weil es sich um die kumulierte Wahrscheinlichkeit handelt, und Binom CDF ist das Pendant zur F-Funktion. Und hier spuckt der Taschenrechner ungefähr 77% Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis aus. In der nächsten Aufgabe geht es darum, zwischen 3 und 10 fehlerhafte Bauteile zu finden. Und vielleicht hätte man eindeutiger formulieren sollen, mindestens 3 und höchstens 10 fehlerhafte Bauteile. Die Wahrscheinlichkeit, die wir also suchen, ist, dass x Werte zwischen 3 und 10 annimmt. Und das würden wir dann ja so schreiben, 3 kleiner gleich x kleiner gleich 10. Und hier haben wir es mit einem Trefferzahlintervall zu tun, also eine kumulierte Wahrscheinlichkeit. Die F-Funktion ist ja die Funktion, mit der wir kumulierte Wahrscheinlichkeiten berechnen, aber die F-Funktion guckt immer von 0 aus beginnend bis zur rechten Grenze. Wenn wir jetzt das Intervall von 3 bis 10 betrachten, machen wir das so, dass wir erst die Wahrscheinlichkeiten im Intervall von 0 bis 10 nehmen. Das ist natürlich zu viel, deswegen subtrahieren wir davon alles, was auf der linken Seite zu viel ist, also alles, was im Intervall von 0 bis 2 liegt, also f von 2. Das können wir jetzt wieder mit dem Taschenrechner berechnen, mit der Binom-CDF-Funktion. Und das ist das Ergebnis, was dann der Taschenrechner liefert. Übrigens erlauben manche Taschenrechner noch eine komfortablere Berechnung. Anstatt hier so mit Minus zu rechnen, kann man dann in die Binom-CDF-Funktion 4 Parameter reinsetzen, also das n und das klein p, und dann den untersten und den obersten k-Wert. Der unterste k-Wert für dieses Intervall ist jetzt 3 und der oberste 10. Das Ergebnis ist natürlich dasselbe. Bei der nächsten Aufgabe geht es um die Vokabel mehr als. Mehr als 2 bedeutet natürlich größer 2. Aber bei größer 2 gehört die 2 ja nicht zu dem Intervall, sondern wir könnten mehr als 2 ja genauso gut als mindestens 3 bezeichnen. Jetzt steht aber hier wieder dieses größer gleich, was wir nicht haben wollen. Also müssen wir wieder über das Gegenereignis gehen. Das Gegenereignis von mindestens 3 ist höchstens 2. Und diese Wahrscheinlichkeit subtrahieren wir dann von 1. In der F-Schreibweise sieht ja diese Wahrscheinlichkeit so aus. F mit den Parametern 50, 0,1 von 2, das wir von 1 subtrahieren. Dazu verwenden wir wieder die Binom-CDF-Funktion im GTR. Unterhalten diese Wahrscheinlichkeit.
Wie eben besprochen, könnten wir diese Wahrscheinlichkeit mindestens 3 auch in einem einzigen Binom-CDF-Befehl ausrechnen, wenn unser Taschenrechner das kann. Dann müssen wir die Grenzen des Intervalls, also 3 bis 50, eingeben. Und dann kriegen wir das selber raus. In der letzten Aufgabe fragen wir nach der Wahrscheinlichkeit für weniger als 10 fehlerhafte Bauteile. Weniger als 10 bedeutet, dass die 10 nicht im Intervall liegt. Die 9 ist aber noch drin, also können wir schreiben, die Wahrscheinlichkeit für x kleiner gleich 9, also höchstens 9. Hier steht ein kleiner gleich, das heißt, wir können sofort die f-Funktion für kumulierte Wahrscheinlichkeiten anwenden und das dann mit der Binom-CDF-Funktion ausrechnen, wobei wir dieses Ergebnis erhalten. So, das war's mit diesem Video. Wenn es dir geholfen hat, vergiss bitte nicht, mir noch einen Daumen hoch zu geben. Abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Und gerne darfst du mich natürlich auch weiterempfehlen, wenn du denkst, das ist auch was für deine Mitschüler. Und sei gespannt auf die nächsten Videos, wo wir weitere typische Aufgaben zur Binomialverteilung besprechen und n, k und klein p ausrechnen. So, dann wünsche ich dir noch viel Spaß und Erfolg beim Lernen und wir sehen uns gleich beim nächsten Video. Tschüss!